Mahlzeit, meine Eierköpfe. Hier ist wieder euer Skorpedios in freier Wildbahn. Heute mal eine kleine OKF durch meine kleinen Dörfer hier. Wird wahrscheinlich nur ein kleiner Vlog. Ich muss auf jeden Fall gleich mal tanken. Die Wilma hat Durst. Heute schönes Wetter, nur ein Pullover unterwegs. Für hier ein bisschen durchs Dorf und durch die Stadt zu fahren. Warm genug. Mal gucken, was so abgeht in der Stadt. Ist auf jeden Fall schon wieder mehr los jetzt. Ich glaube, einige Geschäfte haben auch schon langsam wieder auf. Werden wir mal sehen, wenn wir gleich mal durch die Stadt fahren. Aber ich glaube, es ist bald Maskenpflicht, ne? Auch wenn man. Auch bei uns jetzt, ne? Muss ich mal schauen. Irgendeine coole Maske muss ich mir organisieren. Oder vielleicht sogar mit meinem eigenen Logo. Kein Bock auf diese Standard-Krankenhaus-Krankmach-Masken da. Das sieht doch voll scheiße aus. Ich habe richtig Kopfschmerzen, bin noch total im Arsch, habe schlecht geschlafen. Nein, doch. Komme ja aus der Nachtschicht. Muss heute Abend wieder ran. Boah. Ziemlich uncool, sage ich euch. Oh, OKF durch Kreimberg. Oh, Inliner bin ich früher auch gern gefahren. Wenn ich mich jetzt auf so Dinger draufstellen würde, würden die Reifen doch vorne und hinten wegknicken. Na komm, schauen wir mal hier in der Innenstadt, was hier so los ist. Hier ist übrigens ein richtig geiler Tätowierer. Könnt ihr ja mal auschecken. Bäm, Eisdealer hat wieder auf. Ja, wenn das so funktioniert, mit Abstand halten alles, warum auch nicht? Das ist meiner Meinung nach so alles ein bisschen übertrieben. Wer weiß, was da so alles hintersteckt. Boah, ich muss mal schauen. Oh, ich hoffe, dass die Friseure bald wieder aufhaben. Ich sehe schon aus wieder wie so ein Höhlenmensch. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Der hat leider noch zu. Richtig guter Barber auf jeden Fall hier. War ich jetzt einmal letzte Mal und richtig geile Frisur gemacht. Auch den Bart. Der Junge, der war richtig mit seinem Herz dabei. Das war super. Ey. Sobald der wieder auffällt, gehe ich da sofort hin. Ey, wie fährt die denn, ey? Hier bin ich früher schon mal schwimmen gegangen. Bin zwar hier nicht groß geworden, in Rheinberg. Ich habe aber als Kind schon mal hier gewohnt, beziehungsweise in einem Nebenort von Rheinberg und bin fast ein Jahr hier in Orsoy auf Grundschule gewesen. Und das war immer cool, wenn wir mit dem Bus dann zum Schwimmen gefahren sind. Oh ne, hier steht man immer so ewig. Echt uncool. Ich habe das Talent, dass ich immer hier lang fahre, wenn hier gerade ein Zug kommt. Aber ja, einmal durchfiltern, zack, einfach vorbei. Ende. Boah, herrliches Wetter. Ich würde jetzt echt bei dem Wetter wirklich schön eine größere Tour fahren. Dann nämlich nachher in meinen Garten setzen mit einem Bierchen oder so. Aber nein, ich muss ja arbeiten. Oh, schöner Hund. Ich nenne den Fritz. Hi Fritz. Aber ich glaube, das ist eine Fritzine. Nice. Ah, Rheinberg ist eigentlich auch ganz schön. Hier gibt es schöne Ecken. Ja, ich meine jetzt nicht den Friedhof, obwohl der auch schön ist, aber dafür ist es noch zu früh. So, einmal tanken. Oh, ist ja noch recht günstig. Oh, da wollen wir die alte mal wieder befüllen. Normal. Wilma hat Durst, sonst wird sie ohnmächtig.
Du sollst dich ja nicht besaufen, Wilma. Erstmal die Kohlen raussuchen. Was ist das? Sechs. Stimmt so. Tschüss. Wo ich letztes Mal tanken war in Neuss. Da hatte ich auch Helm noch auf. Da kam ich gerade von der Arbeit quasi. Bin, wenn überhaupt, 30 Sekunden gefahren. Ich habe halt direkt die Tankstelle neben der Arbeit. Und da kam der. Bitte ziehen Sie den Helm ab und alles und bla bla bla. Und sage ich, nö, mache ich nicht. Und sagt er, aber das müssten Sie machen, das wäre ja verboten und so. Ich so, ach so, aber wenn das jetzt meine Religion wäre, dann wäre es nicht verboten. Und zweitens ist Corona-Zeit, das ist meine Corona-Maske. Zack, war der still. Ich will im Lehrgang losfahren. Oh, das macht so Spaß, Motorrad zu fahren. Und ich fahre ja eigentlich schon lange, aber das ist nicht so wie mit dem Autofahren. Ich weiß noch, ihr kennt doch sicher noch das Gefühl damals, wo ihr dann euren Autoführerschein gehabt habt und ihr durftet rumfahren. Da haben wir damals unsere OKFs halt mit dem Auto gemacht. Ich bin halt in Strahlen groß geworden, direkt an der holländischen Grenze. Ich glaube, da mache ich auch meine nächste OKF. Mal gucken, ob ich dann meinen alten Buddy... Ah, boah, da... Habt ihr das gesehen? So eine mega fette Biene oder was? Voll gegen mein Knie geknallt. Das ist ein Donker, ey. Boah, ich liebe das, wenn der Auspuff spuckt. Das ist so geil. Oh, jetzt kommt da so ein Hansfurst. Hans und Franz. Boah, geiler Ford, Alter. Richtig geile Kiste, Digga. Hey, Schnittlauch. Naja, ich suche mir wieder hier Strecken aus. Immer das Gleiche. Ich glaube, in jedem Video rege ich mich über die Strecke auf, die ich mir aussuche. Bam, Digga. Ja, läuft. Ey, der Dick. Habt ihr gesehen? Der Junge hat gegrüßt. Nein, doch. Das ist auch immer cool. Ich weiß noch, wo ich noch klein war. So Grundschulalter und so. Oder gerade mal auf einer weiterführenden Schule. Ich war auf der Hauptschule. Aber meistens so Grundschulalter und kleiner. Ich bin auch immer voll drauf abgegangen, wenn ein Motorrad kam, was cool aussah und sich und auch schön laut war und alles. Dann stand ich auch immer am Straßenrand und ja, habe ich immer so die Leute angefeuert, die dann da vorbeigefahren sind. Da habe ich schon damals immer gedacht, boah, das willst du auch haben. Und mein Vater ist auch mal Motorrad gefahren, also ich hatte dann auch jemanden zu Hause, der so verrückt war. Und immer schön geile Mopeds gefahren ist. Also ich bin damit auch groß geworden, also ist ja klar, dass ich das dann auch machen muss, ne? Rheinberg ist jetzt nicht wirklich groß, OKF hier ist wirklich schnell durch. Ihr habt gesehen, ich bin glaube ich zwei, dreimal durchs gleiche Gebiet gefahren. Und aber das zählt für mich auch noch alles dazu. Rheinberg hat ja noch kleine Nebenorte. Früher, ich weiß noch, früher auf dem Marktplatz war da so eine kleine Skatermulde, die war echt richtig cool. Da haben wir sich immer getroffen und so. Das finde ich richtig schade, dass sie das weggemacht haben. Das ist schon lange nicht mehr da. Jetzt sieht das da alles so, ja, so clean aus und ich meine, dass da früher auch mehr Bäume und sowas, das war alles irgendwie schöner. Jetzt sind sie da immer wieder neu am Buddeln und am Bauen und ich frag mich, wofür. Hier ist auch immer wieder Stau für die Leute, die dann quasi aus Rhein... Was war das denn? Nanu? Irgendwas war an meinem Reifen gerade, das hat gebumst. Ich hoffe, es war nur ein Stein oder irgendwas. Das hat richtig so zur Seite weggekippt. Das muss ich jetzt gleich mal beobachten. Überall sind die am Buddeln, ey. Was buddeln die denn? Oh, schöne Z. Auch noch 750er. Nachfolgemodell von meiner. Hatte ich auch im Auge gefasst. Was mir daran nicht gefällt, ist das Rücklicht. Ich finde das Rücklicht von diesem Z-Modell einfach grottenhässlich. Warum machen die das? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Das sieht aus so ein bisschen wie... es gibt dieses Z750-Modell, was ich jetzt hier habe. Die gibt es ja auch als verkleidete Version. Die ja mal komplett voll hässlich ist. Habt ihr das
die Scheinwerfermaske mal gesehen? Das sieht aus wie ein Krankenfahrstuhl. Was bitte haben die sich dabei gedacht? Das sieht richtig scheiße aus. Ha! Gay! Ja, egal, auf jeden Fall, die haben auch die Heckpartie anders gemacht, was ich auch scheiße finde irgendwie. Die hätten doch dieses Heck hier lassen können, welches ich habe. Die wurde ja damals, glaube ich, auch bei der ZX6R oder so mal verwendet, hat auch dann das gleiche Rücklicht wie ich. Das sieht schön böse und aggressiv aus. Und da haben die dann auch so ein, ja, so ein Oma-Licht hinten dran geschnallt. Also, das konnte ich nicht verstehen. Ja, dann gefällt mir auch erst wieder die Z800. Oh, hier sind wir schön am Rhein. Hier bin ich gerne, hier fahre ich auch gerne mit dem Fahrrad lang. Ja. Boah, bis vor ein paar Wochen stand das Wasser genau bis hier oben. Bis hier oben oder bis da vorne. Ich habe ein Bild auf meinem Instagram-Account hochgeladen, auf meinen anderen. Da lade ich halt meine Fotografiewerke hoch. Und da war hier alles voll Wasser. Das ist noch nicht lange her. Oh, eine Viagra. Also die Virago, ich nenne sie Viagra. Schönes Frauenmoped. Oh, ist auch eine schöne Kurve hier. Zack, hätte ich jetzt Lederkombi an, zack, boah, da würde ich hier ab. Bam, bam, bam. Es ist so schön, hier hinten rumzufahren. Hier darfst du und kannst du natürlich nicht schnell fahren. Aber es ist halt eine ruhige Strecke hier. Klar, ich glaube, jeder Motorradfahrer gibt auch mal irgendwo Gas. Alter, schönes Auto, richtig schönes Auto. Ja gut, dann mache ich mich jetzt auch auf den Weg nach Hause. Ich habe ja getankt. Ich wollte eigentlich nur zum Tanken losfahren. Dachte mir, ah komm, machst du eine kleine OKF, nimmst die GoPro mit. Erzählst ein bisschen Käse in die Kamera und ja. Nein, doch. Irgendeiner wird das schon gucken. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn euch aber mein Content gefällt, würde ich mich... Ah, das ist immer, das nervt mich dann, ne? Wir fahren da mitten auf der Straße. Also wenn euch das gefällt, was ich hier mache, würde ich mich über ein Abo freuen und wenn ihr mir einen Daumen unter dem Video da lasst. Und also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Alter, was ein geiler Schwack. So ein richtiges amerikanisches geiles Teil.